Ich würde sagen, ich habe mich in allem verbessert und aber grundsätzlich einfach 3 Jahre älter, 3 Jahre erfahrener. Man sieht andere Dinge, man lernt andere Dinge. Ich glaube, die Reife macht beim Eishockeyspieler brutal viel aus. Aktuell, Sommertraining wird immer irgendwo Krafttraining, Ausdauer, Mobilität, Stabilität sein. Zurzeit bin ich früh auf dem Rennrad unterwegs bei uns daheim und schaue, dass ich mich so fit halte. Und dann schauen wir mal, wie es im August ausschaut mit der Fitness. Grundsätzlich schätze ich die Champions League-Gruppen immer relativ gut ein, weil du musst ja irgendwas auch in den anderen Ländern gut gemacht haben, um überhaupt in die Champions League zu kommen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir die Champions League gewinnen und da muss man erstmal über die Gruppe hinauskommen. Und ja, egal wer da in unserer Gruppe ist. Na, so mit dem Daubi, Kasti, habe ich eigentlich schon regelmäßig Kontakt gehabt. Mit dem Daubi halt, weil wir uns seit meinem ersten Jahr in Minga kennt haben und mit dem Kasti, weil wir uns auch immer wieder bei der Nationalmannschaft gesehen haben. Aber das Wiedersehen jetzt war gut. Ich freue mich wieder mit den Jungs zu trainieren und schauen wir mal, wie es läuft. München war der Anfang meiner DEL-Karriere. Die Stadt ist unfassbar, die Fans sind super. Grundsätzlich finde ich in München brutal viele Sachen schön. Der Eisbach, der englische Garten sind toll, aber am meisten freue ich mich aufs Stadion, wenn die Fans dann wieder da sind.